Ja, ich denke, das war unser Startbild, die Rückseite unseres Flyers. Das Plakat hängt hier noch hinter mir. Aber wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen, glaube ich, es ist auch gut, wenn wir uns alle wieder in etwas größere Auflösung sehen. Kommt, ja, ist, glaube ich, gut. Ich glaube, es sind alle aus dem Warteraum da. Dann würde ich vorschlagen, dass wir anfangen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die hier sind. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Herzlich willkommen, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, alle, die hier heute eben auch live bei wohnen und die uns ab morgen auf Podcast hören. Mein Name ist Eva Maurer, ich leite die Schweizerische Osteuropa-Bibliothek an der Universität Bern und freue mich sehr, Sie heute eben im Namen der SOB, der Osteuropa-Bibliothek und des Studiengangs Osteuropa-Studien der Universitäten Bern und Fribourg begrüßen zu können zu diesem Abschlussabend in unserer Veranstaltungsreihe Machtwechsel im Osten Europas, Politik und Gesellschaft im Wandel. Vielleicht zuerst das übliche Housekeeping auf Zoom. Der Vortrag wird als Podcast aufgezeichnet und ich bitte Sie alle eben, die Mikrofone während des Vortrags ausgeschaltet zu haben. Die Kameras können Sie ganz nach Wunsch anstellen oder ausstellen. Es ist natürlich immer nett, ein paar Gesichter zu sehen. Sie können Ihre Fragen bereits während der Runde in den Chat stellen. Wir sammeln die, bündeln die und werden dann im Anschluss ans Podium mit Ihnen in die Diskussion einsteigen. Sie können direkt vielleicht am besten auch angeben, wenn Sie in den Chat schreiben, ob sich die Frage an jemand Spezifisches richtet oder an alle. Das hilft uns dann eben, sie weiter zu verteilen. Und im Anschluss an das Podium können wir sicher auch direkt diskutieren. Ja, was des Weiteren, denke ich, das Einzige, worauf ich Sie noch hinweisen möchte, sind die weiteren Vorträge der Reihe, dass die auch zum Nachhören bereit sind. Die Links finden Sie auf unserer Website. Die Podiumsdiskussion heute, die steht unter dem Titel Die Macht der Straße in autoritären Regimes, Belarus im Kontext. Die führt eigentlich das Rahmenthema dieser Reihe, eben die Frage nach Macht, Machtwechseln und deren Auswirkungen, noch einmal an einen neuen Punkt, nämlich dorthin, wo eben ein von einem Teil, großen Teil der Bevölkerung angestrebter Machtwechsel noch nicht erreicht wurde und wo Protestbewegungen auf der Straße vielleicht als einziger Weg erscheinen, überhaupt einen Machtwechsel herbeizuführen, weil die in demokratischen Staaten üblichen Verfahren des politischen Machtwechsels nicht greifen oder gar nicht zur Verfügung stehen. Eben im Zentrum stehen die Proteste in Belarus im Vorfeld, während und vor allem dann im Nachgang der Präsidentschaftswahlen im August 2020. Diese sollen aber nicht nur isoliert, sondern eben auch im Vergleich zu anderen Staaten betrachtet werden, insbesondere den anderen Nachbarstaaten und Staaten im postsowjetischen Raum. Wie kommt es zu diesen Protesten? Was können sie bewirken? Was haben sie bewirkt? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Natürlich auf der politischen Ebene der Macht, aber eben auch ganz wichtig auf der persönlichen und gesellschaftlichen Ebene. Darüber möchte ich eben heute mit unseren vier Gästen diskutieren und die würde ich Ihnen jetzt gerne einfach kurz vorstellen. Ja, ich mache es in alphabetischer Reihenfolge und fange an mit Jan Matti Dolbaum. Er ist Postdoc an der Universität Bremen und forscht zu Protest und Opposition in Russland, Osteuropa und auch eben darüber hinaus. Er ist in einem Forschungsprojekt engagiert, das sich mit der vergleichenden Analyse von Protesten im sowjetischen und postsowjetischen Raum befasst und eben, was ich auch sehr spannend finde, nicht nur die aktuellen Entwicklungen im postsowjetischen Raum anschaut, sondern auch so die Geschichte von Protestbewegungen in der Sowjetunion mit in den Blick nimmt, seit der Entstalinisierung und dann auch speziell seit der Perestroika. Er hat seine Dissertation zu den Ergebnissen der Bewegung für faire Wahlen in Russland geschrieben und eben gerade frisch auch zusammen mit zwei weiteren Autoren die erste Monographie zu Nawalny veröffentlicht. Die ist jetzt gerade auf Deutsch auch bei Hoffmann und Campe erschienen. Olga Sparaga, die nächste in unserer alphabetischen Reihe, ist Philosophin. Sie hat in Minsk und Bochum studiert, unter anderem dann unterrichtet an der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius und am European College of Liberal Arts in Minsk, das sie selbst auch mitbegründet hat 2014. Sie lebt heute jedoch nicht mehr in Minsk, sondern im Exil und ist derzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin.
Dieses Exil ist eine direkte Folge eben auch ihres politischen Engagements. Olga Sparaga ist Mitglied im belarussischen Koordinationsrat rund um die Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja. Sie ist dort Mitbegründerin der FEM-Gruppe und auch für die Bildungsfragen zuständig. Dieses Engagement hat dann eben vor einem Jahr zu ihrer Verhaftung und zu ihrem Exil geführt. Von Olga Sparagas zahlreichen Publikationen möchte ich auf eine hinweisen, die eben auch ganz frisch diesen Sommer erschienen ist und ein breites Echo gefunden hat, nämlich das Buch Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Dann geht es bei mir links runter zu Petra Stickhoff nach München. Sie ist dort Professorin für Politikwissenschaft und befasst sich mit dem postsowjetischen Raum. Aus ihrer Feder stammen zahlreiche, auch vergleichende Analysen der politischen Regimes in diesem postsowjetischen Raum. Spannend ist, dass sie auch eine lange Geschichte, persönliche Geschichte hat, die sie mit dem sowjetischen Raum verbindet. Sie hat nämlich selbst an der Moskauer Lomonossow-Universität, also von 79 bis 84, Geschichte studiert, kennt also das System quasi auch als Teilbeobachterin und interessiert sich heute als Politikwissenschaftlerin dann besonders für die Frage auch eben, wie politische Akteure versuchen, Institutionen zu gestalten und zu verändern, so zu verändern, dass sie ihren Interessen dienen. Zu unserem Thema würde ich Ihnen als Einstieg eben den Aufsatz in Osteuropa im letzten Jahr empfehlen, der lange Abschied von Batka, Lukaschenkos Popularität und ihr Niedergang, der auch direkt auf unser Thema dann hier einsteigt. Und zuletzt Benno Zock, der mit Z am Ende dieser Auflistung steht. Benno Zock ist der Kollege, der hier am nächsten von uns ist, nämlich in Zürich. Er ist dort Senior Researcher und Leiter des Teams Schweizerische und Euroatlantische Sicherheit am Center for Security Studies, also an der ETH Zürich. Er hat in Zürich und London Politik, Wissenschaft und Sicherheitspolitik studiert und beschäftigt sich eben vor allem auch mit europäischer Sicherheitspolitik und Sicherheits- und Außenpolitik in Eurasien. Und da ist eben die Position von Belarus im regionalen Kontext ein besonderer Schwerpunkt seiner Publikationen. Damit sind wir mittendrin. Die Personen sind Ihnen vorgestellt und jetzt können wir zu den Ereignissen kommen. In einem ersten Schritt möchte ich eigentlich auf den Sommer 2020 noch mal kurz eingehen, bis zum Sommer 2020, sage ich mal, bis zu den Wahlen. Ich glaube, die Ereignisse sind uns allen einigermaßen präsent. Ich werde nicht viel dazu sagen, es sind nur die groben Eckdaten. Also wir haben für den Sommer, für den August 2020 waren wieder Präsidentschaftswahlen angesetzt, wie schon diverse Male in der Amtszeit Lukaschenkos, die ja seit 1994 dauert. Es wurden im Frühling mehrere andere Kandidaten, die sich registriert hatten, verhaftet und oder von der Wahl ausgeschlossen. Soweit insofern nichts Neues. Neu war, dass die Ehefrau eines der Verhafteten, Svetlana Tichanowskaja, sich anstelle ihres Mannes als Kandidatin registrierte und tatsächlich als eine von fünf zur Wahl zugelassen wurde. Und dass ihre Kampagne, und dort wird es dann eben nochmal neuartig, unterstützt wurde auch von weiteren Personen, ganz besonders von Veronika Tsipkalo, der Frau des ebenfalls nicht zugelassenen Kandidaten Valery Tsipkalo, sowie von Maria Kaliesnikova, der Wahlkampfleiterin des bis heute auch inhaftierten Kandidaten Viktor Babarika, der auch nicht zugelassen wurde. Weitere Oppositionskreise kamen dazu. Dann der weitere Verlauf, den haben Sie in den Medien verfolgen können. Bereits während den Kampagnen kam es zu größeren Demonstrationen und Ansammlungen. Und die Wahlen am 9. August 2020 waren von zahlreichen Manipulationen und Repressionen begleitet. Das Resultat, offiziell 80% der Stimmen für Lukaschenko, wurde weder von der Opposition noch international anerkannt. Und die Bekanntgabe dieses Resultats öffnete dann die Bühne für die großen Demonstrationen von Sommer und Herbst, bei denen Hunderttausende auf die Straßen gingen und deren Bilder wir eben heute auch sicher alle noch präsent haben. Bevor wir in diese Proteste direkt einsteigen, möchte ich einen Schritt zurückgehen und vielleicht Frau Stickhoff hier als Erste ansprechen. Diese Bilder, die wir im Sommer, August 2020 gesehen haben, denke ich, waren für alle
doch überraschen. Ich würde jetzt mal sagen, ein Jahr zuvor hätte kaum jemand erwartet, dass sich solches abspielt, dass sich solches in Belarus abspielt, vor allem. Lukaschenko ist, wie gesagt, seit 1994 an der Macht und im Kreis der, muss man sagen, zahlreichen autoritären postsowjetischen Regimes, selbst da ist das eine enorme Zeitspanne, eine außerordentlich lange Herrschaft, die noch dazu auch eben relativ lange als stabil bis fast unbeweglich galt. Da würde mich aus Ihrer Perspektive eben interessieren, was macht eigentlich diese Stabilität aus? Was hatte dieses Regime gekennzeichnet bis zu Beginn 2020? Was teilt es da mit anderen, vielleicht benachbarten Staaten? Was macht es aber eben auch im Hinblick auf diese Stabilität einzigartig? Und damit verbunden, in so einem Regime, wo eigentlich alles von einem Mann abhängt, welche Funktion hatten denn überhaupt und haben die Wahlen, die dann doch eben seit 1994 in großer Regelmäßigkeit stattfanden, auch wenn hinterher klar war, wer der Sieger sein würde? Gerne. Gut. Okay, also erstens, Belarus ist ein, wir nennen das als Politikwissenschaftler, wir nennen das elektorale Autokratie, also ein autoritäres Regime, in dem Wahlen tatsächlich eine Rolle spielen, in dem sie regelmäßig stattfinden, in dem man sie braucht, um sich zu legitimieren, wenn man die Macht ausüben will, und in denen man aber faktisch nie die Wahlen verliert. Genau, das ist so kurz der Begriff dafür. Und das heißt, Belarus ist von der Regimequalität her ungefähr so einzuordnen wie Russland, wie die zentralasiatischen Staaten, wie Aserbaidschan. Und damit sehr anders oder hat sehr viel weniger offensichtlichen Wettbewerb, sehr viel weniger organisierten Pluralismus, als wir in anderen postsowjetischen Staaten sehen, die vielleicht sogar minimale Demokratien sind, wie die Ukraine, wie Georgien, wie Moldova. Und in diesem Regime, in diesen elektoralen Demokratien, sehen wir das übrigens auch viel häufiger, dass es Proteste nach Wahlen gibt und dass die vor allen Dingen wirklich was verändern. Also in diesem stabilen elektoralen autoritären Regime haben wir eher wenig Nachwahlproteste oder sie bleiben erfolglos, was uns Belarus ja gerade auch zeigt. In Belarus gab es 2006 und 2010 recht große Proteste nach den Präsidentschaftswahlen, aber 2015 beispielsweise waren es einige Dutzend die sich dann auch sofort vertan haben. Das Besondere, ja, Besonderheiten gibt es trotzdem einige. Die erste Besonderheit ist, Lukaschenko ist wirklich eine einmalige Figur insofern, als dass er der einzige politische Newcomer im ganzen postsowjetischen Raum ist, der sich jemals an der Macht, also der sich wirklich an der Macht stabilisieren konnte für lange Zeit. Es gab in den frühen 90er Jahren durchaus in einigen Ländern Dissidenten, es gab auch Kompromisskandidaten, aber denen ist es nie gelungen, sich so prägend für das ganze Regime zu werden oder das ganze Regime so auf sich auszurichten wie Lukaschenko, was wirklich heißt, dass er einerseits wahrscheinlich auf günstige Bedingungen getroffen ist im Sinne schwachen alternativen Kräften, aber vor allen Dingen auch in der Lage war, das System so zu bauen, dass es auf ihn fokussiert ist. Er war Vorsitzender eines Landwirtschaftsbetriebs, eines staatlichen Landwirtschaftsbetriebs, eines Sofrose, ist 1990 in das Parlament gewählt worden, hat sich dort dann als Korruptionsbekämpfer einen Namen gemacht und ist auf diesem Track hat er es geschafft, 1994 die Wahlen zu gewinnen. Und was er dann gemacht hat, ganz, ganz wichtiger Prozess, er hat sofort sich durchgesetzt gegenüber auch dem Parlament und er hat die Verfassung revidiert und hat eine Verfassung geschaffen, die ein sehr stark präsidentialistisches Regime etabliert. Auch das haben wir in den elektoral-autoritären Regimen der Region. Da ist viel auch von der russischen Verfassung abgeschrieben worden. Also ein Präsident, der sehr viele Kompetenzen auf sich vereint. Wenn man sich die Indizes der Kompetenzausstattung von Präsidenten anguckt, ist der Präsident von Belarus regelmäßig auf dem ersten Platz. Nicht nur im postsowjetischen Raum, nicht nur im postkommunistischen Raum, sondern sogar weltweit. Also das, was da gemessen werden kann, zeigt, er ist der Stärkste, er hat die meisten Kompetenzen. Insofern ist das einerseits ähnlich zu den anderen Regimen, andererseits aber eben nochmal schon konstitutionell
ganz besonders auf ihn zugeschnitten. Das reicht aber noch nicht, sondern entscheidend ist, dass er dieses Amt auch ausfüllt. Dieses Regime ist nicht nur präsidentialistisch der Verfassung nach, sondern auch personalistisch. Und hier sagen alle Beobachter, es ist personalistischer noch als beispielsweise Russland oder Kasachstan. Wahrscheinlich vergleichbar mit Tadschikistan, Turkmenistan. Wie kommt das? Einerseits hat er sich gestützt auf eine sehr langanhaltende, starke Popularität unter der einfachen Bevölkerung. Es gibt in Belarus schon seit Jahren keine unabhängige Meinungsforschung mehr, aber im vorigen Sommer waren selbst Belarus-Insider der Auffassung, dass man nicht sagen kann, ob die Mehrheit der Belarussen gegen ihn wäre. Also das ist auch ein interessanter Befund, dass selbst die Internetumfragen, die man jetzt machen kann, die ja auch dann gebiased sind zugunsten von Personen, die Internet haben und tendenziell also eher nicht autoritär eingestellt sind, urbane sind, dass selbst das zeigt, dass wir vielleicht immer noch ein Drittel der Bevölkerung haben, die Lukaschenko gerne wieder weiter haben wollen würde. Das liegt einerseits daran, dass er sich auf sein Charisma berufen kann oder auf seine persönliche Inszenierung als dieser einfache Mann aus dem Volke, der gerade ausdenkt, zupackend ist, durchsetzungsstark ist und da so eine bestimmte Popularität damit erzeugt. Vor allen Dingen hat es aber auch mit einer anderen Besonderheit von Belarus zu tun, nämlich dem sogenannten belarussischen Modell, das er etabliert hat, nachdem er an die Macht kam. Er kam 1994 an die Macht, als das Land mitten in dieser Transformationskrise steckte, und hat sofort die Privatisierung der Staatsbetriebe gestoppt, hat zum Teil eine Re-Verstaatlichung wieder eingeführt und hat seitdem einen besonderen Weg der ökonomischen Entwicklung eingeschlagen mit einem starken Staatssektor, was auch heißt, dass eben noch immer wahrscheinlich die Mehrheit der Arbeiterschaft in Staatsbetrieben arbeitet, mit einem starken sozialstaatlichen Paternalismus. Das ist eine ganze Zeit lang von der Weltbank auch durchaus sogar gewürdigt worden, weil es hat relativ lange hohe Wachstumsraten geliefert und vor allen Dingen hat es auch im postsowjetischen Vergleich dazu geführt, dass es weniger soziale Brüche und Diskrepanzen gab als in anderen Ländern. Also es gibt weniger Ungleichheit, es gibt stärkere sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Versorgung und dergleichen. Und mit diesem Modell wird er identifiziert. Und wahrscheinlich ist allen klar, dass ohne ihn das Modell nicht überleben wird, was also auch eine gewisse Vorsicht oder Zurückhaltung gegenüber fundamentalen Änderungen bedeutet. So. Insofern haben wir hier was mit den Wahlen. Wahlen müssen zeigen, dass ein Präsident populär ist, weil in so einem personalistisch-präsidentialistischen Regime der Präsident genau darüber auch seine Legitimität bekräftigen kann. Ich repräsentiere das Volk, ich bin der Batka, das Väterchen, und dafür, das ist bewiesen quasi mit diesen Wahlerfolgen. Deswegen muss auch regelmäßig gewählt werden, es muss regelmäßig die Stimmung abgefragt werden, und sei es mithilfe von Wahlfälschung. Noch mehr, denkt die Forschung aber, hängt die Existenz und das Überleben von solchen elektoralen Autokratien davon ab, dass der Präsident sich auf eine loyale Dienstklasse stützen kann. Also dass es keine ressourcenstarken Elitegruppen gibt, die sich gegen ihn wenden können. Die Eliten müssen loyal sein. Auch die Eliten dürfen nicht das Gefühl haben, es gibt eine Alternative. Und hier sprechen wir gerne von der sogenannten Machtpyramide. Also alle Elitennetzwerke sind letztlich konzentriert, fokussiert, koordiniert um den Präsidenten herum und erkennen den an als Chefpatron, diese Machtpyramide. Und das Besondere an Belarus ist hier wieder, dass wir üblicherweise auch in Russland recht heterogene Konglomerate haben, die diese Machtpyramide bilden, also mehrere Netzwerke mit Subpatronen, Subnetzwerke, die verflochten und unterschiedlich sortiert sind. Und hier haben wir aber ein System,
wo faktisch jeder einzelne Positionsträger, ob er aus der Politik kommt, im Militär ist, in der Wirtschaft oder in der Kultur, letztlich persönlich auf Lukaschenko festgelegt ist. Also diese patronenklientelistische Beziehung direkt zum Präsidenten besteht. Es gibt deshalb auch keine Oligarchen mit unabhängigen ökonomischen Ressourcen, sondern selbst die Leute, die praktisch Wirtschaftskapitäne sind, wenn man so will, sind Chefs von Quasi-Staatsunternehmen und abhängig von Lukaschenko. Und das heißt dann eben auch, dass jeder einzelne Grund hat, loyal ihm gegenüber zu bleiben. Wie ist das gelungen? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also einerseits praktisch das Modell selber, was eben verhindert, dass Akteure entstehen konnten, die eigene ökonomische Ressourcen haben. Zweitens wird gesagt, dass er eine außerordentlich durchdachte Personalpolitik betreibt. Also alle Kader mit Hilfe des Geheimdienstes checken und kontrollieren lässt. Dann gibt es ein ausgedehntes System der Kaderrotation. Das heißt, Personen wechseln die Positionen, auf denen sie sitzen, nach einiger Zeit, damit sie eben nicht innerhalb von diesen Institutionen eigene Netzwerke bauen können. Und drittens, er hat darauf verzichtet, das System so zu institutionalisieren, wie das in anderen Regimen passiert. Also es gibt keine Partei der Macht, kein einiges Russland, gibt kein Parteiensystem, gibt auch keine Satellitenparteien, sondern es wird praktisch verhindert, dass überhaupt nur Strukturen entstehen, die in denen sich Eigenständigkeit oder so organisieren könnte. Und auch hier wieder Rolle von Wahlen. Wenn Wahlen mit hohen Prozenten gewonnen werden, das ist genauso wie in Russland, dann wird damit auch den Eliten, die vielleicht über Alternativen nachdenken würden, gezeigt, dass es eben keine Alternative gibt, sondern dass der Präsident fest im Sattel sitzt. Und in dem Sinne hat er bei dem Umgang mit den vorigen Wahlen, mit den Wahlen voriges Jahr, was die Sache fortgesetzt und was Neues eingebracht, weil wir konnten lernen, dass man quasi nicht mal die Wahlen glaubwürdig gewinnen muss, was wir bisher, glaube ich, alle gedacht haben. Die müssen so einigermaßen glaubwürdig Wahlen gewinnen in elektoralen Autokratien. Er hat uns gezeigt, es reicht auch, wenn man nach dem Wahlausgang stur dabei bleibt, dass man gewonnen hat und sich durch niemanden und nichts, weder Proteste noch internationale Interventionen noch irgendwas anderes, beeinträchtigen lässt. Also man muss den anderen Eliten, den Eliten zeigen, dass man fest im Sattel sitzt, egal wie. Mhm. Ne? Und insofern haben wir hier, glaube ich, auch was Neues über die Bedeutung von Wahlen gelernt. Es geht um das Signal an die Eliten, an das Volk und meinetwegen an das Ausland, dass es keine Alternative gibt, weil man schafft es, wie auch immer, formal zu gewinnen und im Sattel zu bleiben. Danke, Sie haben jetzt schon ganz viele Stichworte angesprochen, die wir, glaube ich, nachher nochmal aufgreifen, eben auch gerade die Institutionalisierung. Aber jetzt würde ich gerne erstmal zu Olga Sparaga übergehen, weil ich es sehr spannend finde, jetzt gerade vor dem Hintergrund, was Frau Stickhoff gesagt hat, zur totalen Personalisierung dieses Regimes, dass es ja im Sommer 2020 zu etwas gekommen ist, was ein totales Gegenbild ist und auch wie eine gewisse Art ein Paradigmenwechsel. Ne? Also wir haben eine weibliche Gegenkandidatin, unterstützt von zwei weiteren Frauen und einer großen, breiten Bewegung, die eben diesen Patriarchen, muss man ja sagen, diesen Amtsinhaber herausfordert. Es kommt eben zu diesen massiven Protesten, die nicht nur von der Anzahl der Teilnehmer, sondern auch von der Form, von der Kreativität hier wirklich etwas ganz Neues sind, die nicht nur Minsk erfassen, die viele weitere belarussische Ortschaften, Städte. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf, sagen wir, das erste halbe Jahr zweifellos des Jahres 2020, aber auch noch vorher, was waren so die Katalysatoren, diese mittel- und kurzfristigen Ereignisse und Faktoren, die eben dazu beigetragen haben, dass es wie zu diesem Tipping Point kommt, ja, wo zum ersten Mal eben in über 20 Jahren so eine Opposition auch sichtbar wurde, deren Existenz und Umfang eben dann auch nicht mehr abgestritten werden konnte. Man konnte hinterher sagen, man konnte hinterher stur durchhalten, aber abstreiten konnte ja niemand mehr, dass hier etwas stattfindet, dass hier auf eine gewisse Art eben auch eine Revolution in Progress, wie Sie das genannt haben, stattfindet. Mhm. Man muss natürlich über die ganze Reihe von Bedingungen von diesen Transformationen oder Anfang von diesen Prozessen sprechen. Und erstens geht es um Unzufriedenheit mit der sozialen Politik von Lukaschenko
Und diese Unzufriedenheit, die Bedingungen von dieser Unzufriedenheit führen uns in die Nulljahren. Und in dieser Zeit haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse mit Russland begonnen zu verändern. Und das hatte Folge für die soziale Politik von Lukaschenko und von Regime von Lukaschenko in Belarus. Und warum ist diese soziale Politik noch so wichtig? Weil Lukaschenko eigentlich diese soziale Politik und sozialer Staat als belarussischen Brand präsentierte. Er sagte und verteidigte dieses Modell als das, was er von der Sowjetzeit genommen hat. Und eigentlich Belarus war Muster, dass wir das Beste aus den Sowjetzeiten nehmen können und dass der paternalistische Staat auf die den Bürgerinnen antworten kann und den Bürgerinnen unterstützen kann in Belarus. Und die Forscherinnen in Belarus nannten dieses System und dieses soziales Modell auch vertikaler sozialer Vertrag. Lukaschenko, und in diesem Staat gab es minimale soziale Rechte, aber um diese Rechte zu bekommen, sollten Leute auf die politischen Rechte verzichten. Und das funktionierte. Und dann haben die Forschungen in Belarus gezeigt, dass ab Ende von 0 Jahren die Unzufriedenheit von diesem sozialen Staat größer geworden ist und eigentlich in allen sozialen Gruppen. Und verschiedene sozialen Gruppen hatten verschiedene Gründe, warum sie mit dieser sozialen Politik nicht zufrieden sind. Aber es gab diese Zeichen, dass allmählich die Gesellschaft schon eine andere Vorstellung von der Gesellschaft, vom Regime, von der Politik im Lande formiert. Und das war der erste Grund, diese Unzufriedenheit. Und es gab die Unzufriedenheit, aber noch nicht die Bereitschaft, irgendwie für eigene Rechte zu kämpfen und ein anderes Modell vorzustellen. Der zweite Grund ist die Entstehung der sogenannten Mittelschicht auf der Kreuzung von kleinen Unternehmen, IT, nichtstaatlichen kulturellen und sozialen Initiativen. Das war auch mit dieser Schwierigkeiten der wirtschaftlichen Politik verbunden, weil Lukaschenko hat sozusagen erlaubt, den Leuten selbst zu verdienen in diesen Sphären, wieder ohne politisch aktiv zu sein und ohne politische Ambitionen zu haben. Und was hat die Situation in 2020 gezeigt? Dass Leute aus dieser Sphäre sich politisiert haben. Eigentlich Maria Kolesnikova ist eine Vertreterin von dieser Sphäre, aber nicht nur sie. Und für mich bedeutet das, und das habe ich in meinem Buch interpretiert, dass eigentlich diese sozialen Gruppen, die mit der sozialen Politik nicht zufrieden gewesen sind, und diese sogenannte Mittelschicht, dass sie verschiedene Motivationen hatten, auf die Straßen zu gehen, aber sie haben sie getroffen in dieser neuen Situation von 2020. Und diese sogenannte kreative Klasse, kreative Gruppe, sie wollte eigentlich politische Macht bekommen. Sie wollte nicht so sehr eine neue, andere, bessere soziale Politik und richtiger sozialen Staat, sondern sie wollten darüber entscheiden, was sie im Bereich von diesen sozialen, kulturellen Sphäre machen, auch IT-Bereich. Die Leute wollten irgendwie mehr Einfluss auf die Gesellschaft und Politik haben. Ein dritter Grund ist die neue Leader und die neue Gesichter, weil erst die Männer, Babarika, Tsepkalo und Tichanowski, und dann die drei Frauen, Tsepkalo, Kolesnikova und Tichanowska, sie gehörten nicht zu den sogenannten traditionellen Oppositionen in Belarus, die eigentlich wegen der Politik von Lukaschenko, und Petra Stikow hat das sehr gut beschrieben, weil das Modell wirklich keine Räume für Pluralismus gab in Belarus. Und diese oppositionelle Politikerin, sie konnten kaum etwas der Gesellschaft vorschlagen und hatten auch solche nationalistische, mehr auf die Geschichte, auf die Kultur gerichtete Vorstellungen.
Und diese neuen Lieder, sie haben über die Gesellschaft gesprochen, sie haben über diese Probleme auch in der Sprache von Leuten gesprochen, die Leute eigentlich darüber gesprochen, warum Leute gelitten haben das ganze Leben. Und sie haben das auch in verschiedenen, ein bisschen in verschiedenen Sprachen gesprochen, weil Tsikhanouskaja sprach als Blogger mit solchen breiteren Kreisen. Babarika war Manager, als kreativer Manager interpretiert und besonders in Minsk und in diesen, für diesen kreativen Kreisen so ein Beispiel und ein Leader. Und Tsepkala natürlich war auch Leader für IT-Sphäre, IT-Leute. Und er hatte auch Rhetorik, seine Rhetorik war mit der Sowjetzeit verbunden und das war auch interessante Verbindung, dass er dadurch auch Zugang zu bestimmten Kreisen von Leuten bekommen hat. Und ja, neue Lieder, vielleicht werden wir darüber noch sprechen, die gesagt haben, ja, wir sind keine Politikerin, wir wollen jetzt lernen, Politikerin zu werden und wir brauchen euch, wir sollen jetzt horizontal zusammenarbeiten. Und diese Lieder haben eine riesige Antwort in der Gesellschaft bekommen. Und das war alles irgendwie im Gange, im Prozess, wie Leute zusammen mit diesen Leader diese demokratischen Fähigkeiten während der Proteste praktiziert haben. Und viertens natürlich, und wenn wir über diese Leader sprechen, ja, sie haben über diese horizontale Zusammenarbeit gesprochen. Sie haben darüber gesprochen, dass alle Politikerinnen sein können. Sie haben über Rechts gesprochen, dass sie im Rahmen von Rechts jetzt zuerst ging es nicht um die Proteste, sondern wir werden in rechtlichen Rahmen versuchen zu kämpfen. Und wenn wir die Mehrheit organisieren, dann wird Lukaschenka weg. Und das hat Leute auch motiviert, erst diese Leute zu unterstützen. Und dazu noch, sie haben auch neue Technologien benutzt, um Leute zu aktivisieren. Und das wurde auch besonders von diesen kreativen Leuten, von Jugendlichen sehr, sehr gerne wahrgenommen. Und das hat auch eine Antwort bekommen. Und vierter Grund war natürlich Covid. Das war so hat sehr wichtige Rolle gespielt, weil Lukaschenka menschenverachtende Haltung gegenüber Leuten gezeigt hat. Und das war auch ein Symbol, dass mit dem sozialen Staat wirklich etwas nicht in Ordnung ist, dass der soziale Staat, dieser Brand, nicht mehr weiter funktionieren kann. Und Lukaschenka sagt das offen, dass die Leute eigentlich selbst verantwortlich für ihre Tode sind. Und das hat er manifestiert und darauf haben die Leute auch geantwortet. Zuerst haben sie sich beleidigt gefühlt und dann haben sie begonnen zu organisieren. Und diese Vernetzungen, die im Rahmen von diesem kreativen Sektor schon im Laufe der letzten zehn Jahre entstanden sind, haben den Leuten geholfen, in Covid-Situationen zu helfen, einander zu helfen. Und dann war das die Brücke zu diesen neuen Vernetzungen während der Proteste. Aber selbst Covid-Situation war wirklich eine wichtige Voraussetzung, die auch alle drei Bedingungen verbunden hat, konnte man sagen. So, wenn man kurz das beschreibt. Mhm. Danke, Sie haben ganz viele eben diese Relevanz angesprochen, dass sich hier ganz viele Dinge gleichzeitig ändern, dass es wie ein Paradigmenwechsel ist, dass eben neues Personal kommt mit einem neuen Stil, das auf einer ganz neuen Ebene interpretiert, das eigentlich die Kategorien auch verschiebt, ja, von dem, was politisch ist und was politisch angesprochen wird. Es gibt eine neue Rhetorik, es gibt neue Kommunikationsmittel, es sind neue Menschen, also es ist eine Generation, die anders aktiv ist, die aus anderen Kreisen kommt, die sich auch anders beruflich betätigt, zumindest in diese Elite. Gleichzeitig würde ich gerne jetzt an Jan-Marty Dollbaum weitergeben und natürlich fragen, eben diese Proteste waren in diesem Ausmaß neu in Belarus. Wir kennen aber in den umliegenden und weiter entfernten Staaten eben der ehemaligen Sowjetunion die zahlreichen Farbrevolutionen. Auch Frau Stickhoff hatte schon angesprochen, gerade in den elektoralen Demokratien massive Proteste.
Aber selbst in einem Land wie Russland, denken wir jetzt irgendwie an die Proteste nach der Verhaftung Nawalnys Anfang 2021, kommt es immer wieder zu Protesten. Also was, wenn ich das jetzt so anschaue, wie würden Sie die Proteste in Belarus im Vergleich einordnen? Haben Sie auf Traditionen und Vorbilder zurückgreifen können, einerseits aus der sowjetischen Zeit, andererseits aber eben natürlich auch von den Nachbarstaaten, die sicher aktiv verfolgt wurden, insbesondere aus der Ukraine und Russland. Ist dieser Vorlauf eben typisch oder ist der einzigartig? Was ist so spezifisch belarussisch jetzt an diesem Sommer und Herbst, muss man sagen, 2020? Ja, also ich will jetzt genau als erstes mal ein bisschen Kontext, regionalen Kontext liefern. Also Sie haben es gerade angesprochen, in der postsowjetischen Region und auch ja darüber hinaus gab es ja in der Vergangenheit, in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren immer wieder so sehr große Protestereignisse, die auch eben oft erfolgreich waren, in der Hinsicht, dass sie zumindest für einen, für dieses Seminar sozusagen titelgebenden Prozess verantwortlich waren, nämlich Machtwechsel. Und also da waren die Farbrevolutionen dabei, das war nicht nur im postsowjetischen Raum, sondern auch in Serbien als allererstes. Dann kam Georgien, Ukraine, Kirgisistan und dann gab es aber auch noch natürlich weitere Massenproteste, zum Beispiel eben auch die Bewegung für faire Wahlen in Russland 2011 bis 12 oder 13 und dann auch schon den Euromaidan in der Ukraine. Also es ging irgendwie immer weiter. Vor gar nicht langer Zeit noch die Revolution in Armenien, wo ja auch Massenproteste ganz, ganz zentral waren. Und wenn ich jetzt hier so einen Kontext gebe, sodass wir dann später vielleicht zusammen die belarussischen Proteste da einsortieren können, dann würde ich das versuchen, kurz aufzuteilen in sowas wie Vorbedingungen, Mechanismen und Ergebnisse. Und dann können wir uns danach vielleicht auch zusammen irgendwie fragen, ob das jetzt damit schon die Frage nach Vorbildern beantwortet ist oder doch eher an vielleicht sogar negativen Vorbildern, die man versucht hat, vielleicht sogar zu vermeiden. Also das ist, glaube ich, eine spannende Frage, auf die wir noch zurückkommen können. Wenn wir jetzt die Vorbedingungen kurz anschauen, dann muss ich natürlich jetzt einiges wiederholen, was von Frau Stücko eben schon gesagt wurde. Das macht aber hoffentlich nichts, weil das eben in den, jetzt in den Protestkontext irgendwie hineingehört. Also zuerst einmal bei den erfolgreichen Farbrevolutionen. Da zeigt die Forschung eigentlich, dass es schon mal ganz extrem unbeliebte Machthaber gab. Und da ist schon vielleicht der erste Unterschied. Frau Stücko hat es eben gesagt, natürlich war Lukaschenko auch immer weniger beliebt, aber vielleicht noch nicht ganz so unbeliebt, wie es vielleicht in Georgien oder in der Ukraine der Fall gewesen ist, 2003 und 2004. Also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also ganz weit verbreitete Unzufriedenheit über Korruption, über mangelnde Mitbestimmung natürlich auch, mangelnde Möglichkeiten sozialen Aufstiegs und viele Dinge, die eben ganz breite Bevölkerungsgruppen sozusagen in ihrer Ablehnung der Machthaber verbunden haben. Ein zweiter wichtiger Punkt bei den Vorbedingungen sind aber auch eben die Wahlen selber, an denen sich diese Proteste aufgehängt haben oder die sie zum Fokus genommen haben. Das war bei den Farbrevolutionen so, das war auch in Russland 2011 so, Parlamentswahlen, die auch ordentlich, wo es ordentliche Fälschungen gab und wo sozusagen Oppositionskräfte und auch einfach wütende Bürgerinnen und Bürger sozusagen zusammenkommen konnten, um da das zum Anlass zu nehmen, um in ihrem Ärger Luft zu machen. Ja, und insofern sind die demokratischen Institutionen eigentlich total wichtig für solche Proteste, auch wenn sie nicht funktionieren, so wie sie funktionieren sollen, bieten sie doch eben Gelegenheiten und Momente, an denen sich solche Proteste kristallisieren können und solche Prozesse entfalten können. Ja, und dann der dritte Punkt, das sind natürlich dann aber die Erfolge oder die erfolgreiche Machtwechsel hat eben dann genau dort stattgefunden, wo das eben hybride Regime waren, also sozusagen, also eben keine festen elektoralen Autokratien, sondern politische Systeme, die zwar auch nicht demokratisch waren, wo aber eben die Institutionen doch noch mehr Spielraum geliefert haben. Und also es gab sozusagen echte Mehrparteiensysteme, Wahlen, die tatsächlich auch Unsicherheit erzeugt haben, wo man tatsächlich vorher nicht genau wusste, wer es denn am Ende wird, auch wenn der Machthaber jeweils natürlich Vorteile hatte und die Vorteile genutzt hat, also die Medien irgendwie für sich eingespannt hat und die Justiz manipuliert und auch ein bisschen Wahlen gefälscht. Und trotzdem gab es aber mehr Unsicherheit, als das in Belarus der Fall war. Und es gab eben vor allen Dingen vorbereitete Oppositionen, also wirkliche Gegeneliten,
die nicht nur schon lange etabliert waren und sozusagen Mobilisierungsressourcen haben, die Busse hatten, um die Leute zu den Demos zu bringen, ja, und Bühnen hinstellen konnten und Geld hatten. Und zwar eben in Verbindung, das haben wir auch schon gehört, mit Wirtschaftseliten. Ja, also wo es eben konkurrierende Pyramiden gab, auch das haben wir bei Frau Stücker eben schon gehört, und auch das eben in Belarus überhaupt nicht der Fall. Und insofern sind das schon ganz andere Vorbedingungen gewesen in diesen Fällen, wo es dann eben zu einem erfolgreichen Machtwechsel gekommen war. Wenn wir jetzt kurz die Mechanismen anschauen, dann ist ein ganz wichtiger Punkt bei all diesen Protesten, inklusive der nicht erfolgreichen Proteste, dass es ganz breite Koalitionen gewesen sind, sogenannte negative Koalitionen. Also wo es dann nicht unbedingt nur überzeugte Demokratinnen und Demokraten waren, die da auf die Straße gegangen sind, die sich jetzt ein idealisiertes europäisches Mehrparteiensystem da gewünscht haben, mit ganz sozusagen gut und wie ein Uhrwerk laufende Institutionen, sondern alle möglichen Leute, die irgendwie was gegen die Machthaber hatten. Ja, und das sieht man auch in Umfragen. Mark Beisinger zum Beispiel hat da einen interessanten Artikel über die Orange Revolution in der Ukraine veröffentlicht, wo das eben ganz, ganz unterschiedliche Menschen waren, die da mitgemacht haben. Was sich dann auch in dem Programm dieser Revolution jeweils gespiegelt hat. Also das waren eben oft negative Forderungen. Gegen Korruption, klar, gegen Machtmissbrauch natürlich. Wenn sozusagen positive Forderungen da formuliert wurden, dann vor allen Dingen prozessorientierte. Das haben wir in Russland ganz stark gesehen. Also lasst uns mal bitte ordentlich wählen. Aber was wir genau wählen wollen, das wollen wir dann erst entscheiden, sozusagen. Also prozessorientierte Forderungen, nicht etwa sowas wie eine Revolution im sozialen Sinne, dass wirklich damit ein wirtschaftliches, kohärentes Programm irgendwie institutionalisiert werden sollte. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt sind die Art und Weise, wie diese Proteste stattgefunden haben, nämlich kulturell, als Kulturveranstaltung, als unterhaltsame, fröhliche Events. Ganz wichtiger Punkt, denke ich, da gab es Konzerte, da gab es eine Welle von Kreativität. Das haben wir von Frau Sparer gerade schon in Ansätzen gehört, können wir vielleicht noch mehr darüber hören. Also ganz, ganz unterschiedliche Formen des Protests auch. Und die auch total wichtig waren dafür, um diesen Protest in Gang zu halten und um Menschen immer wieder zu motivieren, hinzugehen und mitzumachen und da eben nicht sich zu langweilen oder irgendwie schnell frustriert zu werden, sondern das muss auch Spaß machen. Und das haben diese erfolgreichen Farbrevolutionen auch sehr, sehr gut hinbekommen, indem sie eben auch die kulturellen Eliten sozusagen eingebunden haben und ganz unterschiedliche Protestformen geboten haben. Und ein dritter zentraler Punkt, gerade bei den erfolgreichen Formen, nämlich die Spaltung der Eliten, also die Befehlsverweigerung bei Polizei und Armee, ganz wichtiger zentraler Erfolgsfaktor, dass irgendwann die Polizei gesagt hat, da machen wir nicht mehr mit, wenn jetzt hier Repression angesagt war. Oder auch die Eliten der Machthaber irgendwann desertiert sind, sozusagen. Ja, Beispiel Ukraine 2014, die Selbstauflösung der Partei der Regionen im Parlament, die dann eben den entscheidenden Moment ausgemacht hat, wo dann war klar, Janukowitsch hat keine Basis mehr. Und diese Spaltung der Eliten, das haben wir auch bei Frau Stücker gesagt, das versuchen nämlich natürlich Regime, die von diesen erfolgreichen Beispielen lernen wollen, zu verhindern, ja, indem sie also das schon von vornherein sozusagen ausschalten, dass sowas passieren kann oder das zumindest versuchen. Noch ein wichtiger Faktor waren sozusagen Verbindungen, Hebelwirkung mit dem westlichen Ausland. Auch da ist sicherlich Belarus ein Fall, wo das eher wenig, sozusagen wenig Hebelwirkung war. Natürlich gab es irgendwie Sanktionen, aber es gab sicher Fälle, wo auch die positive Attraktionskraft der EU zum Beispiel für Georgien und für die Ukraine ein ganz erheblicher Faktor war, der damit reinspielt. Und das haben wir in Belarus eben nicht. Um ganz kurz noch zu den Ergebnissen zu kommen, jetzt für diesen Abriss des Kontexts, kann man sagen, dass diese Farbrevolutionen jetzt erstmal doch in manchen Fällen durchaus erfolgreich war, in ihren unmittelbaren Zielen eben einen Machtwechsel herzustellen und dann auch, das sieht man dann in den vergleichenden Demokratieindizes, zum Teil es erstmal zumindest deutliche Verbesserungen gab, also die Länder irgendwie demokratischer wurden. Dann gab es aber doch auch oft wieder Rückfälle in so semi-autoritäre Muster, dass sich also die neuen Eliten dann auch nicht wirklich an die Regeln gehalten haben, die jetzt gelten sollten. Und das ist also diese Farbproduktion oft eher ein Elitenwechsel
als einen dauerhaften Wandel des politischen Alltags sozusagen eingeläutet haben und damit eben auch nicht die Probleme gelöst haben, die ihnen überhaupt erst zugrunde lagen. Ja, also eben, dass politische Macht für individuelle ökonomische Zwecke missbraucht wird, dass Politik irgendwie ein Instrument sein soll, um Bürgerinnen und Bürgern irgendwie ein besseres Leben zu ermöglichen, das löste sich nicht so richtig ein in den meisten dieser Fälle. Und insofern sind das eben nicht unbedingt positive Vorbilder und sicher auch nicht für viele Belarusinnen und Belarusen positive Vorbilder gewesen. Trotzdem muss man aber auch sagen, dass selbst die nicht erfolgreichen Bewegungen, wie zum Beispiel in Russland 2011 oder auch andere, viele Menschen in permanentes politisches Engagement gebracht haben. Also Menschen demonstrieren da zum ersten Mal und merken dann, das ist etwas, was mir Spaß macht. Auch wenn am Ende nicht der Machtwechsel steht, haben wir in Russland gesehen, dass viele, viele Menschen gerade auf lokaler Ebene sich dadurch inspiriert fühlen, sich weiter zu engagieren. Und auch das haben wir in der Ukraine oft gesehen nach dem Euromaidan. Ja, also das sind jetzt so ganz kurze mal Bemerkungen zu diesen drei Feldern. Und ob das jetzt zum Vorbild taugt oder nicht, das würde ich jetzt mal, wie gesagt, vielleicht in die Diskussion nachher geben. Ich habe meine Zeit jetzt auch schon ordentlich ausgenutzt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eben hier auch schon wieder zahlreiche Punkte, die ich mir notiert habe, auf die ich auch gerne nochmal sprechen kommen würde. Zum Beispiel eben, dass die Veränderung im Individuellen und das individuelle Engagement. Jetzt aber zuerst eben, Sie haben es schon angesprochen, wir sind eigentlich jetzt schon so ein bisschen im Öffnen hin, Belarus im Kontext auch seiner Nachbarstaaten. Sie haben es angesprochen, Herr Dawam, die anders als, sagen wir, für Georgien oder die Ukraine war die EU nicht ganz so nahe in diesem Moment. Aber wenn wir jetzt eben die Wahlen und die Proteste und ihre Niederschlagung im Herbst 2020 anschauen, so ist es sicher so, dass diese internationale Aufmerksamkeit mal wieder auf Belarus gerichtet haben, auf ein Land, das sehr lange eigentlich vollkommen abseits der Berichterstattung stand. Da möchte ich gerne eben mit Herrn Zog auch ins Gespräch kommen, wie sich denn nun die Nachbarstaaten, aber auch weitere Akteure, natürlich die EU, die Ukraine, Russland insbesondere, in diesem Konfliktfeld verhalten haben. Und zwar geht es mir einerseits ein bisschen darum, was passiert vor und während der Wahlen, ja, also die Rolle auch Russlands als Partner hinterher, die Rolle der EU vielleicht, die da auch hinschaut, aber auch dann in dem Moment, wo die Proteste niedergeschlagen werden und sich ein großer Teil der politischen Oppositionsführung eigentlich jetzt im Exil befindet, wo auch sehr viel aus dem Exil gearbeitet wird, politisiert wird, es geht auch um den Umgang mit dem von Tichanowskaja und den Mitstreiterinnen hervorgerufenen Koordinationsrat. Das sind mehrere Vektoren, denke ich, die man da mal anschauen kann und müssen das sicher bis in die heutige Zeit weiterziehen. Aber vielleicht können wir mal kurz über die zweite Hälfte des Jahres 2020 sprechen und was da international sicherheitspolitisch auch von Seiten der Nachbarstaaten passiert ist. Gerne. Also ich glaube, Ihre Charakterisierung von eben Belarus außerhalb der internationalen Aufmerksamkeit ist sicher richtig. Es war ein grauer Fleck sozusagen auf der Landkarte vor 5 Jahren, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe. Und besonders jetzt in der Think-Tank-Welt, in der ich arbeite, die sehr ereignisgetrieben ist. Da war das der Stereotyp Belarus als Satellit Russlands und natürlich als letzte Diktatur Europas. Interessanterweise hat es sich aber in den letzten Jahren, also seit der Krim-Annexion 2014, dann doch wieder so ein bisschen nuanciert und gewandelt, mindestens in Experten- und Diplomatenkreisen, würde ich sagen, wo Minsk, das kann man sich jetzt fast nicht mehr vorstellen, eher positiv aufgefallen ist durch etwas mehr Unabhängigkeit von Moskau, als man davor angenommen hatte, als Gesprächsplattform zur Ukraine. Also die Minsker Abkommen werden ja auch im Moment wieder viel zitiert. Es gab in diesen Jahren zarge Hoffnungen, ehrlich gesagt auch bei mir selbst, dass Belarus ein außenpolitischer Stabilisator in der Region sein kann, ein Stück weit, obschon natürlich das Regime in Minsk nie nachhaltig Stabilität garantieren kann. Dieser Widerspruch hat irgendwie auch immer bestanden. Aber in diesen Jahren, also 2015, 2016, wurden Sanktionen gegen das Regime aufgehoben, seitens der EU zum Beispiel und der USA, was alles rein außen- und geopolitisch motiviert war, würde ich sagen. Denn innenpolitisch blieb es sanft repressiv, also es gab nicht diese offene Gewalt und natürlich autoritär regiert.
Und dann kam, wie Sie angesprochen haben, 2020 und das Narrativ der letzten Diktatur wurde natürlich sofort wieder populär und hat sich auch bewiesen. Jetzt, was die außenpolitische Situation anbelangt, erst hatten alle Akteure neben dem Westen, der recht stark die Wahlen natürlich verurteilt hat, eher zögerlich reagiert, habe ich das wahrgenommen. Also als in Belarus diese Tausenden von Protestierenden verhaftet und niedergeknüppelt wurden, haben viele Akteure gezögert und etwas abgewartet, wie sich die Dinge entwickeln, weil sehr auf der Kippe stand, ein Stück weit. In all dieser Zeit haben die Protestierenden und die Opposition sehr stark vermieden, ihre Aktionen irgendwie außen- oder sogar geopolitisch darzustellen. Das war ganz wichtig, denke ich. Das ist bis heute größtenteils eigentlich die Haltung. Nach einigen Monaten wurde dann gegen Ende von 2020 recht klar, dass die Revolution, wenn man das so sagen kann, erstmal misslang, sich das Regime halten kann, sprich Nachbarländer, aber auch andere Mächte sich irgendwie zu diesem Status quo, der sich herauskristallisiert hat, verhalten müssen. Wie sich dieser Status quo aber festgesetzt hat, da hatten Signale aus Moskau auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Sie haben Russland schon angesprochen. Also es gab Gipfeltreffen mit Lukaschenko, es gab die Ankündigung von Darlehen, es wurde eine Sicherheitsreserve für Belarus angekündigt, die Russland jederzeit hinschicken könnte, wenn es Ärger gibt. Das waren alles Signale, dass Moskau Lukaschenko bis auf Weiteres stützt. Dies hat der Kreml nicht mit Begeisterung gemacht, hat es auch nicht mit allen Mitteln gemacht, da wäre mehr möglich gewesen. Aber man hat sozusagen alternativlos auf Lukaschenko gesetzt bis heute. Die Abhängigkeit der beiden Regime voneinander, aber natürlich auch von Belarus als Volkswirtschaft zum Beispiel, von Russland, hat sich dadurch verschärft. Ich glaube, man kann sagen, dass die beiden Autokraten, also Putin und Lukaschenko, irgendwie im gleichen Boot sitzen. Diese Angst vor populären Protesten oder Farbrevolutionen, wie man es nennt, aber auch von westlicher Einmischung, die ehrlich wahrgenommen wird, denke ich, die verbindet sie. Und Lukaschenko stellt sehr geschickt sein eigenes Dasein als Teil dieses Kampfes gegen den Einfluss des Westens und gegen populäre Proteste von Terroristen und so weiter da und triggert damit natürlich im Kreml auch eine entsprechende Unterstützung. Dann haben wir noch einen Punkt dazu, also ich würde es als Fehlannahme bezeichnen, Medien machen das oft, dass Lukaschenko irgendwie die Puppe von Moskau ist, reiner Spielball. Es bleibt ein gewisser Spielraum, den Lukaschenko auch sicher auch zu nutzen weiß. Moskau orchestriert nicht alles, was in Minsk geschieht. Das ist oft leider die Darstellung. Man sieht es zum Beispiel auch, dass die Integration der beiden Länder, wo die Rhetorik sehr ambitioniert ist, eigentlich eher zögerlich verläuft. Aber andere Partner als Moskau hat natürlich Lukaschenko im Moment nicht. Und dieses isolierte Belarus, das irgendwie alternativlos nur von Russland abhängig ist, ist grundsätzlich natürlich gefährlich für die Souveränität des Landes auch, also für weitere Einmischung, einseitige Einmischung auch. Aber eben, auch, das ist wieder die Kehrseite, Moskau hat auch keine alternativen Partner in Belarus als Lukaschenko, der ja die Macht monopolisiert hat, also diese eine Pyramide hält. Und das kreiert so diese perfide Situation. Moskau wurde besonders gegen Ende des letzten Jahres wurde unterstellt und hat das auch öffentlich gemacht, dass man eine Verfassungsreform eigentlich anstoßen will oder sich zum Ziel setzt in Belarus, die irgendwie dieses politische System pluralisieren könnte. Das wäre theoretisch in Moskaus Interesse, aber auch die Stimmen dazu sind in letzter Zeit wieder leiser geworden, auch weil dieser Druck auf ein solches Modell eher gescheitert sind. Dann zur Rolle der EU, die natürlich eher das Gegenteil darstellt. Es hat immer eine harsche Verurteilung der Ereignisse seitens der EU gegeben. Es gab Sanktionsrunden nach Sanktionsrunden, jeweils immer getriggert durch bestimmte Ereignisse. Dieses Jahr die Ryanair-Geschichte, die Migration etc. Letztes Jahr definitiv gewisse Vorfälle von Gewalt gegen Protestierende. Wenn ich EU sage, dann haben sich vornehmlich natürlich die Nachbarn von Belarus, also Polen und Litauen, hervorgetan, auch als Gastgeberländer für Geflüchtete, für Opposition. Und damit wurden sie auch so ein bisschen zur Zielscheibe, wie wir zum Beispiel dieses Jahr vielleicht mit Migration gesehen haben. Innerhalb der EU ist aber auch Deutschland zum Beispiel ein sehr
aktiver Akteur gewesen, der Sanktionen auch immer ermutigt hat. Lukaschenko ist gegenüber dem Westen, alles was irgendwie westlich liegt, eine toxische Figur geworden. Mit ihm und seinem Regime und Exponenten davon wird eigentlich nicht mehr interagiert. Also dieser Telefonanruf von Angela Merkel vor einigen Wochen war eine massive Ausnahme dieser Regel eigentlich. An seiner Stadt wird vor allem Svetlana Tichanowskaja natürlich empfangen von Staatschefs und Regierungschefs in Europa, fast als wäre sie die de facto Präsidentin und zumindest als wäre sie die legitime Präsidentin. Zum Beispiel Lukaschenko wurde als Minister tituliert in diesem letzten Telefonanruf. Er wird nicht Präsident genannt, selbstverständlich im Westen, das ist ganz klar. Was die EU stark gepusht hat, letztes Jahr wie dieses Jahr und sehr wichtig ist, ich würde es positive Signale nennen, also nicht nur Bestrafung eines Regimes, sondern eben Unterstützung der Opfer, Unterstützung der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, freier Medien. Visa spielen eine sehr wichtige Rolle oder eben Länder wie Polen und Litauen, die Flüchtende aufnehmen und auch die organisierte Opposition aufnehmen und ihnen eine Basis und gewisse Ressourcen bieten. Davon könnte auch fast noch mehr kommen. Also ich wünschte mir da manchmal von EU-Seite mehr Kreativität, was noch gemacht werden kann, statt nur zu bestrafen, denn Sanktionen sind auch nicht populär bei vielen Menschen in Belarus, die davon auch betroffen sind. Also der Flugverkehr aus Belarus hinaus verläuft größtenteils über Moskau. Das kann irgendwie auch nicht das Ziel sein. Klar ist aber natürlich, dass die Hebel der EU in jedem Fall recht begrenzt sind durch den begrenzten politischen wie wirtschaftlichen Austausch in vielen Belangen. Zuletzt hatten Sie die Ukraine angesprochen und wir haben auch davor immer wieder die Ukraine erwähnt natürlich. Interessanterweise ein Land, das selbst eine Art Protestkultur hat oder sehr stark geprägt ist durch Proteste und entsprechende Machtwechsel, wenn auch unter anderer politischer Kultur und Logik. Auch die Ukraine hat recht stark letztes Jahr bei diesen Ereignissen abgewartet, würde ich sagen, eher zögerlich bei Sanktionen mitgezogen, obschon die Ukraine politisch sehr stark mit dem Westen einhergeht und dadurch auch Druck natürlich erfahren hat, Sanktionen mitzutragen. Jetzt rein geografisch gedacht, also Belarus macht die Nordgrenze der Ukraine aus, wo man sich natürlich nicht noch eine neue Front erhofft, wie man sie schon im Osten hat. Das ist sehr geostrategisch gedacht, aber es ist sicher ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig hat Handel zum Beispiel zwischen Belarus und der Ukraine eigentlich weiter recht gut funktioniert. Zum Beispiel Erdölprodukte ist die Ukraine immer noch der größte Abnehmer. Politisch hat sich jedoch ziemlich klar zementiert, dass die Ukraine von Belarus nichts erwarten kann, nichts Positives zumindest. Auch die Minsker Treffen zum Ukraine-Konflikt sind in Frage gestellt, hochoffiziell von Zelensky. Und Lukaschenko hat vor einigen Wochen in einem Interview auch die Krim als de facto und de jure russisch anerkannt. Das ist eine Änderung seines bisherigen Kurses und sicherlich in Kiew nicht ermutigend aufgenommen worden. Das verstärkt diese Perzeption, dass Belarus mehr oder weniger nur noch ein Satellit Moskaus ist und hoffentlich mindestens nicht ein militärisches Aufmarschgebiet wird. Aber auch diese Drohung steht irgendwie im Raum. Ich gehe jetzt nicht von einer russischen Invasion in die Ukraine aus, erst recht nicht über Belarus. Aber das sind so die Szenarien, mit denen oft gespielt wird und die irgendwie über der ganzen Situation hängen. Auf jeden Fall ist die verstärkte Abhängigkeit von Russland nicht nützlich für die Ukraine. Und vielleicht noch ein allerletzter Gedanke zu dieser Thematik. Außenpolitik und regionale Sicherheit sind enorm wichtige Dimensionen der ganzen Ereignisse. Das ist auch der Hauptteil meiner Forschung. Aber es ist oft die Gefahr, dass es zu sehr dann mit Innenpolitik vermischt wird. Dass man irgendwie Belarus-Politik via Moskau macht, zum Beispiel via Putin versucht, auf Belarus einzuwirken. Dass man mit Belarus-Politik eigentlich Russland-Politik macht, also irgendwelche Signale an Moskau senden will. Grundsätzlich sollte um Belarus verhandelt werden, um Belarus willen und eben nicht zu sehr mit ständig diesem Russland-Faktor, der mit reinspielt. Das ist oft
die Gefahr, es ist eine Gefahr, die nachvollziehbar ist, dass das oft gemacht wird von Kommentatoren, von Medien, aber es ist manchmal nicht im besten Interesse der Belarusinnen und Belarussen, wenn das zu sehr immer geostrategisch angeschaut wird. Das als letzter Kommentar. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir ein weites Feld und ich würde jetzt gerne die nächste Frage so etwas an alle stellen oder besser gesagt den nächsten Fragenkomplex, den ich jetzt so ein bisschen als Macht und Institutionen ansprechen würde. Sie haben da schon etwas Wichtiges angesprochen, Herzog, eben mit dem Umgang der EU und anderer Staaten eben mit der sogenannten mit der Alternativregierung, kann man sagen, mit dem belarussischen Koordinationsrat. Es geht ja grundsätzlich darum, wir haben diese Proteste. Es ist also quasi eine Art situative Machtausübung. Ja, wie kann jetzt dieser Moment, dieser Protestmoment in etwas Dauerhafteres übergehen? Also wie kann man das in eine langfristige politische Oppositionsbewegung ummünzen? Wie kann man Macht also auch so institutionalisieren? Das ist ja immer dann eine zentrale Frage. Und jetzt gerade auch für so eine Oppositionsbewegung, die außer Landes ist, wie eben den belarussischen Koordinationsrat, ist das natürlich kein einfaches Unterfangen ist. Interessanterweise gibt es diese Situation ja in Osteuropa bereits, beispielsweise denken wir an die Exilregierung im Zweiten Weltkrieg, gerade in Polen, was ja jetzt wiederum dann der belarussischen Opposition Unterstützung bietet. Also es geht einerseits finde ich das sehr spannend, diesen Prozess mal anzuschauen, diesen Aufbau von quasi Gegeninstitutionen, die dann eben sich auch Autorität abholen müssen oder können auf dem internationalen Parkett. Eben, wo es genau um das Protokoll geht, wer hier mit welchem Titel empfangen wird. Und auf der anderen Seite möchte ich auch zurückkommen eben auf einige Punkte, die mehrere von Ihnen schon angesprochen haben, eben die, dass eigentlich diese extreme Personalisierung auf Lukaschenko auch verhindert hat, dass im Land selbst Institutionen bereitstehen, die jetzt eigentlich zu Machtzentren werden könnten in dem Moment, wo ein Machtwechsel stattfinden würde. Einerseits eben das Fehlen von so einer wirtschaftlichen Elite. Andererseits müsste man aber sicher auch fragen, kann man zum Beispiel diesen großen Sicherheits- und Justizapparat im Land, der massiv an der Repression beteiligt war, der als Handlanger der Macht eigentlich eben diese Macht sichert, könnte man solche Institutionen ändern? Gibt es da überhaupt Potenzial? Also das ist eine offene Frage, die sich eben an Sie alle vier richtet und Sie entscheiden, wer von Ihnen beginnen möchte. Ja, ich kann vielleicht kurz beginnen und hoffe dann auf Unterstützung aus dem Panel. Also es ist natürlich extrem schwierig, so eine Institutionalisierung zu bewerkstelligen, wenn man dafür eigentlich sozusagen on the ground gar nicht die Möglichkeiten hat. Eine Exilregierung ist natürlich nicht unwichtig, sozusagen, also konkrete Ansprechpartner zu haben, die dann nicht nur für die möglicherweise zukünftigen Verbindungen in andere Länder, sondern die auch schon sozusagen Erfahrung damit haben und die auch schon untereinander Netzwerke geknüpft haben, die in gewissem Sinne so ein Schattenkabinett darstellen, dass, wenn es dann tatsächlich möglich wird, irgendwie gewählt zu werden, vorbereitet ist. Ja, das ist natürlich ein ganz enorm wichtiger Schritt, aber es ist vielleicht notwendig, aber sicherlich nicht hinreichend. Ne? Und die anderen notwendigen Bedingungen, eben die Ressourcen im Land selber zu schaffen und die überhaupt erst so eine Situation zu erwirken, wo man dann als Schattenkabinett quasi eine reelle Chance hätte, das ist natürlich extrem schwierig. Und das sehe ich auch im Moment nicht in Belarus. Bisschen pessimistische Einlassung jetzt, aber. Ja, ich kann fortsetzen. Ich würde auch jetzt nicht über die Institutionalisierung sprechen, vielleicht um eine neue Art von Strukturalisierung, weil in dieser Situation, durch diese Proteste, wurde ein großes Teil der Gesellschaft politisiert, erweckt, so nennt man in Belarus. Erweckung der Gesellschaft. Und andererseits wurden jetzt gezwungen, geschlossen oder sind im Prozess der Schließung 450 NGOs. Und das sind meistens große, bekannte NGOs,
Was machen die Leute? Viele fliehen nach Ausland und die Belarusinnen sind jetzt, ja, es ist schwer zu sagen, Zehntausende, Hunderttausende Belarusinnen in Tbilisi, Kiew, Warschau, Vilnius, Berlin. Und es geht um die Vernetzungen, es geht um die Treffen, Offline-Treffen von verschiedenen Organisationen. Die Arbeit mit den Leuten geht online weiter. Und das sind die Arbeit mit diesen neu erweckten Leuten, die endlich, das ist, ich weiß nicht, fast zum ersten Mal in unserer Geschichte, die Forderung, Politik zu besprechen bekommen haben und an uns formulieren. Und das finde ich Wichtigste, wie das alles jetzt entwickelt, ob diese aktivsten Bürgerinnen, die an NGOs tätig gewesen sind, wie sie weiterentwickeln und ob sie diese Strukturierung weiterentwickeln, wie sie Verbindung mit den Belarusinnen auch haben werden. Und ich denke, es geht immer wieder, aber jetzt auf einem neuen Niveau über die Bedingungen für die Entstehung von neuen Strukturen, Leader, Gemeinschaften, politischen Akteurinnen und so weiter. Und das ist ein neuer Zustand der Gesellschaft bestimmt und auch auf einem internationalen Niveau. Und ich denke, dass auf dieser Ebene vor allem etwas passieren soll, passiert und hier sollen irgendwelche neue Resultate entstehen. So meine Vermutung. Ich kann auch noch was dazu sagen. Ich muss letztlich auch pessimistisch sein und denke, dass es aus theoretischen Gründen zwingend ist. Also wir haben eben hier diese spezifische Art von Regime. Wir haben es an dem pluralistischeren Regime gesehen, dass konkurrierende Elitegruppen Wahlen oder andere Situationen nutzen können, um dann im Bündnis mit der mobilisierten Straße einen Elitenwechsel herbeizuführen. Egal, wie die weitergehenden Folgen sind. Aber wir haben eben dieses, wie soll ich sagen, also es gibt eine Elitegruppe, die ist minder privilegiert im Vergleich zur regierten Gruppe und kompensiert das quasi dadurch, dass sie die Straße mobilisiert. So, das ist das, was nicht passiert ist in Belarus. Das ist eben das andere Regime, wo ich der andere Regimezustand, wo ich eine geschlossene Elite habe und wo, wenn die Straße anfängt, sich zu mobilisieren, niemand in der Elite beschlossen hat, außer Herrn, wie heißt er? Dem Kupala-Direktor, dem Theaterdirektor, ehemaligen Diplomaten. Latuschka, sorry. Mhm. Genau, also auf dieser Ebene von Diplomaten, Latuschka, da hat es so ein Überlaufen gegeben, woanders nicht. So, und damit ist diese Bewegung, hat die keinen Erfolg haben können. Und sie ist auch erstmal erledigt. Also wir haben das gesehen, die hat sich erstaunlich lange gehalten. Also das ist wirklich ein geradezu heldenhaft gewesen und auf ganz viele Faktoren sicher zurückzuführen. Aber sie ist dann Ende des vergangenen Jahres in so einen Partisanenzustand, mehr oder weniger in Minsk übergegangen. In den kleineren Städten ist nichts mehr los. Und ich denke, dass diese Bewegung eigentlich am Ende ist. Also es hat dieses Self-Empowerment gegeben und die tiefe Frustration, dass es zu nichts führt. Und es hat eben dieses Exil gegeben, was tatsächlich dazu führt, dass es eben eine Trennung auch von dieser neuen Opposition von der Bevölkerung gibt. Und die sitzt jetzt im Exil und hat das Problem, an Legitimität zu verlieren, weil sie auf westlichem Geld sitzt. Sie wiederholt eigentlich auf eine Art das Schicksal der vorherigen nationalistischen belarussischen Opposition, die eben auch immer dann in Litauen ist, Vilnius ist ein bekanntes Zentrum, auch Warschau von Weiterbildung und Erholung für Opposition und dergleichen. Also ich fürchte, dass diese Bewegung, also dass man hier nichts institutionalisieren kann, weil die ist zu Ende. So, und es wird natürlich, es ändert natürlich nichts daran, dass Lukaschenkos Zeit früher oder später zu Ende geht. Und so wie das System gebaut ist, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es zusammenbricht und dass es den Eliten nicht gelingt, so ein
einen fließenden Übergang hinzukriegen. So eine Chance gibt es eher noch in Russland, wo sie auch nicht riesig ist, aber eher noch als in Belarus. Und die Frage ist, ob es dann quasi eine neue Mobilisierung gibt, wer sich dann mobilisiert und ob diese alternativen Eliten diese diese Bevölkerungsgruppen brauchen, die sich dann mobilisieren können. Aber ich glaube nicht, dass man so weiterreden kann, als wenn es diese Bewegung noch gäbe. Also das ist, für mich ist das eine gescheiterte Opposition, die natürlich versucht, was zu tun, weil, also man sitzt jetzt im Ausland und der Sinn des Daseins besteht ja darin, in Belarus eine Veränderung herbeizuführen. Also ich weiß auch gar nicht, ob wir in der Lage sind, das jetzt realistisch einzuschätzen, weil wir ja alle so einen gewissen Wunsch haben, dass es irgendwann noch gut ausgeht und dass wir dadurch ganz schön gebiased sind, fürchte ich. So, aber das ist jetzt wirklich mega negativ. I'm sorry. Ja, Repliken. Dahlbaum, Sie wollten, glaube ich, noch kurz was ergänzen, Herr Zock. Ach so, bin ich gemeint? Entschuldigung. Ja, ich hatte eben meine Hand gehoben, meine virtuelle. Ja, ich wollte nur kurz noch einwerfen, möglicherweise doch einen etwas positiveren Aspekt, nämlich habe ich frische Umfragedaten. Es gibt ja mehrere Umfragen, die jetzt in Belarus gemacht wurden in den letzten Monaten. Und irgendwie mit dem Kollegen Fabian Burkhardt habe ich sozusagen die letzte gemacht, die wahrscheinlich noch möglich war, nachdem jetzt überhaupt niemand mehr sich mehr traut, dort politische Umfragen zu machen. Und da haben wir die Leute gefragt, also haben sie teilgenommen an den Protesten und es waren erstaunlich viele, das kennen wir auch schon aus anderen Umfragen, aber eben auch nach dieser Frustration. Also da gibt es so ein Standard-Item eigentlich. Glauben Sie, dass man Großes bewirken kann, wenn sich die Menschen zusammentun? Also so eine External Efficacy irgendwie oder Collective Efficacy in dem Sinne. Und die ist noch erstaunlich hoch bei denen, die angegeben haben, protestiert zu haben. Also das ist jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Teil, aber den will ich doch nicht unerwähnt lassen in diesem Zusammenhang. Also insofern klar, strukturell pessimistisch teile ich, habe ich ja eben auch selber gesagt, aber ich würde auch sagen, vielleicht mehr oder weniger Frustration, als wir vielleicht auch erwarten würden, nach diesen Daten zumindest. Umso besser. Na, hier war jetzt eine Frage im Chat. Genau, der Punkt ist, das sehen wir ja an der, also es geht darum, dann heißt es also, dass auch wenn die Opposition doch noch an die Macht käme, wenig Erfolg wäre, Aussichten wäre für eine andere Politik. Das Strukturelle, was Herr Dolber noch angesprochen hat, ist eben, dass wir dort Regime haben, die mit ihrer netzwerkförmigen Verflechtung, die darauf beruhen, und ein Elitenwechsel kann eigentlich nur dazu führen, dass man seine eigenen Netzwerke hinterherzieht und wieder versucht zu integrieren. Und damit ist noch keine Demokratie möglich. Also Beispiel wäre jetzt Ukraine, wo wir sehen, dass Zelensky letztlich nicht viel mehr machen kann als alle anderen vor ihm und mit Netzwerk bauen, Netzwerk nutzen und Netzwerkkonkurrenz beschäftigt ist. Und deswegen nützt es eigentlich auch nichts, wenn sozusagen sehr gutwillige Aktivisten an die Macht kommen, ob durch Wahlen oder durch Revolution, weil man das System strukturell verändern müsste. Und das würde eben heißen, Politik nach formalen Regeln zu spielen und nicht diese informellen Regeln, informellen Netzwerkregulierung in den Vordergrund zu schieben. Und das ist aber eine Geschichte, die es, weiß ich nicht, in den 1920er Jahren in den USA auch gab. Also hier ist eher eine langfristige Perspektive der Modernisierung der Gesellschaft vonnöten. Und das kann man nicht wirklich schnell durch Gesetze oder so ändern. Also sieht man an Zelensky, an diesem ukrainischen Beispiel, dass bei allerbestem Willen trotzdem nicht wirklich eine generell andere demokratische, regelhafte, rechtsstaatliche Politik rauskommt. Hier würde ich doch nochmal ganz gern einhaken und vielleicht in etwas Opposition, ganz leicht in Opposition oder mit einer leichten hoffnungsvollen Note und Frage reingehen, nochmal auf die gesellschaftlichen Veränderungen eingehen, die halt Frau Sparrager auch angesprochen hat, dass hier wirklich Hunderttausende zum ersten Mal politisiert wurden, in dieser Bewegung eben erweckt und auch eine Art eben von Selbstermächtigung erfahren haben, ja, und darin auch so eine
ja, ein Bewusstseinswandel dafür, dass man doch etwas erreichen kann, ob das jetzt nun von längerer Dauer ist, aber dass so die Veränderung des individuellen Bewusstseins und der Wahrnehmung der individuellen Stellung in einem Staat, dass das eigentlich die Voraussetzung ist für weitergehendes auch politisches Handeln. Und jetzt mal daran angeknüpft, dass wir jetzt wirklich auch Hunderttausende haben, die im Ausland leben und noch mehr als bis jetzt schon Belarussen im Ausland gab, bin ich auch gespannt, was diese Erfahrung dann irgendwann zurücktragen wird nach Belarus, weil wir wissen, dass in anderen Staaten mit größeren Diasporen in verschiedenen Ländern auch von da aus wieder Impulse zurückgekommen sind in die Staaten und auch politische Änderungen und unter Umständen mit einfließen konnten, weil einfach auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat und nochmal ja, eine andere Generation herangewachsen ist und eine andere auch politische Sozialisierung vielleicht nochmal stattfindet, eben außerhalb von Belarus. Das würde mich noch interessieren, wie Sie das einschätzen. Ja, ich kann ein paar Worte dazu sagen, aber ich wollte zuerst noch zur Gesellschaft in Belarus zurückkehren. Und ich denke, es geht nicht nur um Bewusstsein, sondern auch um neue Praktiken, weil zum Beispiel diese Aktivitäten in Nachbarschaften, die Frauenbewegung, nicht nur feministische, sondern dieses Selbstbewusstsein und auch Vereinigung von Frauen, das war nicht nur auf dem Niveau von Kenntnissen und Bewusstsein, sondern auf dem Niveau von neuen Praktiken. Und das ist für die Leute sehr wichtig und ist wichtig geblieben. Die Leute bleiben vernetzt und versuchen jetzt, und jetzt können wir über Diaspora oder Leute außerhalb von Belarus sprechen, die Leute bleiben in diesen Vernetzungen, erweitern sie Verbindungen mit Fähigkeiten, die sie früher, wenn wir über NGOs sprechen, in Belarus hatten. Was können wir jetzt außerhalb von Belarus machen und schon jetzt den Leuten in Belarus bringen? Und ja, ich weiß nicht, ja, natürlich ist schwierig, um die Institutionalisierung und um die Wege der Strukturalisierung von diesen Prozessen sprechen, aber diese Veränderungen passieren und dass die Leute als verschiedene Gruppen auch ja, sich als aktive Teilnehmerin der politischen Prozesse vorstellen. Ich denke, das spielt schon die Rolle für die politische Veränderungen in der Zukunft. Dass sie solche so Voraussetzungen für diese zukünftige politische Strukturen schon, dass sie das imaginieren. Früher hatten die Leute das nicht. Und die Leute haben das erlebt, nicht nur so vorgestellt, sondern ein bisschen praktiziert, ein halbes Jahr, und versuchen das weiter zu praktizieren natürlich. Ja, gerne lade ich wirklich auch all unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, noch weitere Fragen zu stellen. Es kam gerade schon eine rein, eben Möglichkeit, Belarus zu vergleichen mit Tschechien, der Slowakei, Ungarn oder Polen. Eben Frau Stickhoff ist kurz darauf eingegangen. Sie können gerne aber auch direkt Fragen stellen. Benutzen Sie einfach dieses Symbol Handheben unten bei Reaktion, damit ich Sie sehe, weil hier mehrere Screens auf meinem Bildschirm durchlaufen, die ich sonst nicht ganz erkennen kann. Wenn ich darf, vielleicht noch ein kurzer Kommentar, eine Art Kompromissfindungsversuch zu diesen Positionen, weil ich würde mit Frau Stickhoff grundsätzlich einhergehen, dass eben diese Bewegung und diese Führungsstrukturen oder so wahrscheinlich gescheitert sind darin, jetzt irgendwie die Macht zu übernehmen oder sich zu institutionalisieren, aber das Protestpotenzial und was Frau Sparger angesprochen hat, diese Politisierung, diese Grundlagen, die eine spätere Institutionalisierung irgendeiner neuen oder aufbauen auf der jetzigen Bewegung brauchen würde, diese Grundlagen sind eben doch da. Also die Gesellschaft ist nicht mehr die gleiche wie vor ein, zwei Jahren. Und wie wir jetzt gesehen haben, dieses Mal war es Covid plus Wahlen. Ein anderes Mal kann es ein neuer Trigger sein, der dann dieses Potenzial wieder erweckt und wo plötzlich ganz andere Grundlagen da sind, die uns vielleicht etwas hoffnungsvoller machen für eine nächste solche Mobilisierung. Aber ich bin tendenziell, was die jetzige Bewegung anbelangt, auch eher pessimistisch, dass sie sich eher vom Land entfremdet, marginalisiert ist, vielleicht zersplittert, dass sie eher durch eine negative als eine positive Agenda natürlich geeint ist, wie es in der Natur der Sache auch liegt. Das ist überhaupt kein Vorwurf, dass eine Programmatik sehr schwierig wäre und eine Institutionalisierung auch. Ich glaube, das geht irgendwie alles zusammen aus meiner Sicht.
Wenn ich kurz ergänzen darf, also es geht nicht, es ist gar kein Kompromiss, sondern genau, ich würde da voll zustimmen, dass diese Bewegung so einen Modernisierungsschub, genau auch diese politische Selbstermächtigung gebracht hat, die eine Erfahrung ist, die bleibt und dass es diese Vernetzung gibt. Und das ist genau, wir haben praktisch da so einen Impuls von gesellschaftlicher Modernisierung in einem bestimmten Milieu, die sich weiter ausstrahlen wird. Und es kann gut sein, dass künftige Bewegungen auf diese Erfahrung aufbauen können. Also ich würde gar nicht unbedingt so einen Widerspruch da herstellen, sondern mein Punkt war ja nur, leider ist das möglicherweise, ist diese Demokratisierung von nicht-demokratischen Gesellschaften ein Prozess, der wirklich so sehr innenpolitisch ist und sehr viel Zeit braucht, wie wir es immer noch nicht verstanden haben. Also ich bin ja nur schon ein bisschen älter, wir haben Anfang der 90er Jahre alle gedacht, boah, jetzt wählen die ein, zwei Mal und schon sind die Parteiensysteme stabil, weil ja jeder kapiert, wie die Spielregeln sind. Also wir haben das immer wieder, diese Erfahrung, dass unsere Zeithorizonte, es wird die krass verkürzt in uns vorstellen. Und vielleicht muss man einfach das sich auch mal vor Augen führen. Das ist halt ein Prozess, wo man vom Westen her möglicherweise nicht viel tun kann, zumal unter den Bedingungen so einer zunehmenden Polarisierung, weiß ich, Globalisierungs-Backlash, was auch immer, wo mit dem Westen verbunden sein ja eher ein negatives Asset sein kann für Akteure vor Ort. So, dann kann ich vom Westen her sowieso nicht mehr so richtig viel tun, außer die Leute zu retten, wenn sie sich die Finger verbrannt haben, ne? Sondern die können dann nicht mehr zurück. Also das ist so eines der Überlegungen, warum auch Nawalny zurückgegangen ist nach Russland, ne? Man darf nicht diese Verbindung mit dem Westen stark machen, wenn man vor Ort eine Rolle spielen will. So. Und das da hat der Westen auch ein bisschen durchaus mit dran schuld, weil er in den Farbrevolutionen halt da vielleicht übertrieben hat, wenn ich es vorsichtig ausdrücke, mit seiner Förderung. Aber wir sehen eben genau durch solche Ereignisse wie die Proteste voriges Jahr, dass es ja auch von innen heraus eine Dynamik gibt, die durch sowas eben tatsächlich einen Schub erhält. Das denke ich auch. Da ist eine Frage. Frau Lukas, wollen Sie gleich sich entgegen? Ja, gerne. Anstatt schriftlich. Also ich interessiere mich sehr für Osteuropa. Ich komme ja auch ursprünglich aus der Tschechoslowakei. Und deswegen verfolge ich das sehr intensiv. Aber ich denke einfach so, was Sie alles jetzt besprochen haben, diskutiert haben, als Resümee würde ich sagen, es muss sich wirklich wieder was in Russland ändern, dass die Satellitenstaaten, die Vasallenstaaten, die quasi aus diesem Gebilde rausgerissen wurden, dass die quasi auch sich emanzipieren können. Denn mir kommen diese Staaten, Ukraine und Co., wirklich so vor wie unmündige Kinder, die eine starke Hand brauchen. Und ich denke, es geht nicht. Man kann als Kind rebellieren, man kann rebellieren, man kann schreien, man kann stoßen, alles Mögliche. Aber ich denke, man kommt nicht weiter. Also es muss alles überlegt sein. Und ich glaube, deswegen reagiert der Westen auch sehr zurückhaltend und ungewiss, wie es weitergeht, weil es muss wirklich von Russland auskommen, dass da die Impulse gesetzt werden und so. Ich meine, die jungen Leute sind natürlich schon mit den sozialen Medien affin, aber ich meine, was nützt das? Was hätten die davon? Das ist meine Meinung, dass es eigentlich gar nicht geht, also mit Belarus und mit der Ukraine. Also man sieht ja fast Marionetten. Danke, ja. Feedback zur Rolle Russlands, vielleicht noch letzte Überlegungen. Ja, auch hier kann man sich viel wünschen, aber Herr Zock hat das vorhin, glaube ich, eigentlich sehr gut auch gesagt, ne? Dass es ein Fehler ist, zu glauben, dass Lukaschenko einfach die Marionette von Moskau wäre und das gleiche auch mit Zelensky. Also wir sehen da, im Gegenteil sehen wir ja sehr eigenständige Politik. Also das Interview, was Lukaschenko vorige Woche gegeben hat, wo er die Krim als ob anerkannt hat, ist gleichzeitig eine riesige Frechheit gegenüber Putin gewesen, wo er klar gemacht hat, ja, aber zu meinen Bedingungen und ich komme auch nur nach Sevastopol und dies und jenes und mal sehen, überhaupt. Also da sieht man eher, dass einer, der so wirtschaftlich abhängig ist von Russland, dass er sich solche Sachen erlauben kann,
heißt ja eher, dass Russland wirklich, glaube ich, in den derartige Bedrohungskonstruktion hat oder die russischen Eliten sich derart vom Westen bedroht fühlen, dass sie ziemlich viele Kröten schlucken, um so eine Pufferzone um sich herum zu haben, in wo die NATO sich nicht reinbewegt. Und das verschafft natürlich Ländern wie der Ukraine, Belarus, Moldau und so weiter und so fort Handlungsspielräume, ehrlich gesagt. Und ich glaube nicht, dass man hier so moralisch argumentieren kann mit Kindern, die groß werden müssen. Politiker sind, das haben wir jetzt in ganz vielen Stellen gesehen, benehmen sich wirklich ständig wie ganz normale Menschen, auch wenn sie fürchterlich komplizierte Sachen lösen. Und dabei haben wir es jede Menge unreifen Personen zu tun. Also das sehen wir auch in den USA und sonst wo. Ja? Also das ist, auf der Ebene können wir jetzt keine Politikwissenschaft machen, wenn wir das so pädagogisch uns angucken. So, ne? Und Russland hat, wie gesagt, ein Bedrohungsgefühl, das man albern finden kann, aber man muss es halt ernst nehmen. Also ich fange wieder an als alte Person. Ich habe in den 90er Jahren als Ostdeutsche mit lauter Westdeutschen gesprochen und wir haben uns verblüfft angeguckt, weil jeder überzeugt war, dass der andere noch ein paar Jahre vorher versucht haben würde, wenn er könnte und genügend Waffen hätte, den anderen umzubringen. Ja? Also wir haben alle diese Geschichte geglaubt, dass die NATO in die DDR einrücken will und die Sowjets über die DDR in die Bundesrepublik. Und das sind halt Sachen, die können völlig dumm und falsch sein, aber wenn Leute Situationen so wahrnehmen, haben die wirklich reale Konsequenzen für ihr Verhalten. Und wie man damit umgeht, ist jetzt nicht die Frage für mich, aber man muss es halt wirklich auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es reale Bedrohungsgefühle sind. Ich würde gerne noch auf eine Frage eingehen, die mich jetzt gerade aus aktuellem Anlass interessiert. Und das ist natürlich die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Die Situation, in der Migranten ja wirklich eigentlich als Pfand in einem politischen Schachspiel hier verwendet werden. Und da würde mich interessieren, wie diese Situation eigentlich innerhalb von Belarus und innerhalb der belarussischen Oppositionsbewegung auch wahrgenommen wird. Und wie das dann im Weiteren auch auf die Situation mit Russland, also auf das Verhältnis zu Russland wieder einwirkt. Vielleicht können wir dazu kurz abschließend noch etwas hören. Ja, ich kann vielleicht darüber sprechen, wie in der Gesellschaft, wie verschiedene Gruppen und Leute das diskutieren. Die Streiten sind entstanden, weil es gab die Einigung im 2020 nach den Präsidentschaftswahlen, dass Leute gegen Lukaschenko sind und deswegen vereinigt sind. Und jetzt in dieser Situation mit Migrantinnen sind die Streiten entstanden, ob wir Mitleid, Empathie gegenüber Migrantinnen haben sollen. Und viele belarussische unabhängige Medien haben in so einer verachteten Manier über Migrantinnen geschrieben. Und die Vertreterinnen von NGOs, Human Rights Organisationen, haben das bestritten. Und es gab wirklich, wirklich Streiten und es gab auch Erklärungen, warum es solche Streiten entstehen, weil Belarusinnen keine Erfahrung mit den Leuten aus anderen Ländern haben und das alles kann erklären und so weiter. Aber weil die großen Medienportale geschlossen sind, solche Diskussionen eigentlich nicht richtig geführt werden können. Und diese Spaltungen in der Gesellschaft sind auch natürlich für Lukaschenko gut und er benutzt das auch auf bestimmte Weise, diese verschiedenen Meinungen und diese Schwierigkeiten, mit dieser Situation klar zu werden in der Gesellschaft selbst. Also das, was Herr Dolbaum vorher angesprochen hat, eigentlich die Negativkoalition, ja, die zerbricht dann in diesem Moment ein bisschen, wo es nicht mehr nur um das Feindbild Lukaschenko geht, sondern wo auch wirklich dann inhaltliche Themen zur Sprache kommen, die wirklich auch polarisieren, die ja auch in anderen Staaten polarisieren, eben wie der Umgang mit Migranten. Ja. Vielen Dank. Mir scheint tendenziell, also erstens mal diese Migrations-
Krise, wenn man sie überhaupt so nennen will, war natürlich grundsätzlich fabriziert von Lukaschenko. Das geht man manchmal auch verloren. Das ist völlig eindeutig. Das ist nicht eine natürliche Migrationsroute oder so. Das war eine klare Krise, die fabriziert wurde als außenpolitisches Mittel. Ich denke, ich habe nur anekdotische Informationen, aber dass die ganze Migrationsgeschichte auch nicht so sehr breit geschlagen wurde in der belarussischen Presse, im Land selbst, als man das vielleicht von anderen Themen hätte vermuten können, sondern eben als außenpolitisches Druckmittel, um einerseits von Innenpolitik abzulenken. Plötzlich hat sich die EU wieder mit Belarus beschäftigt, aber aus ganz anderen Gründen. Und hat sich dabei natürlich noch ein bisschen heuchlerisch gezeigt und hypokritisch, weil man ja offenbar Migranten doch nicht willkommen heißt, doch nicht die richtigen Asylverfahren vor Ort hat. Haben irgendwie alle ihr hässliches Gesicht gezeigt, aber der Bluff hat natürlich nicht unbedingt funktioniert. Die Strategie ist nicht aufgegangen, es wurde vage deeskaliert, jetzt in den letzten Wochen mit Rückführungen und so weiter. Da waren Kommentatoren auch sehr oft gleich wieder dabei und haben gesagt, ja, das sei eigentlich der Kreml, der dort dahinter steckt, der die EU spalten will, was mit Migration relativ gut funktioniert, muss man auch sagen. Da baut man wirklich auf vorhandenen Konfliktpotenzial in der EU auf. Aber ich glaube, auch das ist wieder ein falsches Narrativ, dass der Kreml dies orchestriert hat. Es lief ein Stück weit nach Kreml-Wunsch im Sinne von, dass da wieder Ablenkung da war, dass eben die EU sich gespalten gezeigt hat, dass Lukaschenko sich als hässlich gezeigt hat. Aber nur wenn man diesen Anruf von Angela Merkel zum Beispiel, den Lukaschenko für einmal entgegengenommen hat, anders als letztes Jahr, anschaut, auch der hat irgendwie verschiedene Seiten. Also davor hatte Merkel Putin angerufen, aber wenn Lukaschenko und Merkel direkt miteinander kommunizieren, heißt das, dass eben nicht mehr absolut alles via Moskau geht. Und das war ja auch eines von Lukaschenkos Zielen, dass er wieder als eigenständige Person irgendwie auftritt, irgendwo an einem Tisch sitzt. Es ist nicht wirklich aufgegangen. Es ist nicht klar, wer jetzt die Gewinner und die Verlierer des Ganzen sind, außer Migrantinnen und Migranten, die da Spielball waren. Es ist relativ diffus. Grob gesagt würde ich sagen, die Strategie ist nicht aufgegangen und deswegen spricht man jetzt auch ein bisschen weniger drüber. Aber eine nächste Eskalation wird sicherlich wieder gesucht, weil das ist im Moment das einzige Instrument, das Lukaschenko überhaupt hat, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, weil sonst spricht ja niemand mit ihm. Das kreiert dann natürlich auch gewisse perverse Logiken, sowohl im Verhältnis mit der EU wie gegenüber Russland. Ja, vielen Dank. Sind weitere Fragen an unsere Referentinnen und Referenten offen? Es ist still im Kanal, aber vielleicht möchte ja jemand persönlich etwas sagen. Sonst sind wir eben auch schon am Ende unserer Zeit angelangt mit so einem, ja, an der es schwierig ist, ein Fazit zu ziehen. Wir haben eine offene Situation offensichtlich. Wir sehen die deprimierenden Realitäten oder sagen wir die harten Realitäten der Realpolitik und der politischen Verhältnisse, die jetzt im Moment eben nicht unbedingt einen schnellen Machtwechsel in Belarus erhoffen lassen. Wir sehen aber auch eben die Anfänge einer politischen Aktivierung und Netzwerkbildung, auf die man dann eben, wie mehrere von Ihnen angesprochen haben, vielleicht in einem anderen Moment zurückgreifen kann, um einen etwas anderen Ausgang einer machtpolitischen Umwälzung hier erhoffen zu können, denke ich. Ich danke diesen Referenten, Ihnen allen vieren, ganz herzlich dafür, dass Sie hier waren, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich glaube, wir haben wirklich vier Perspektiven auf dieses Thema zusammengebracht und auch eine Diskussion, die wirklich verschiedene Aspekte und Facetten beleuchtet hat und die uns, glaube ich, alle ein Stück weitergebracht hat. Ich möchte den Teilnehmenden allen danken für die Anwesenheit und das Interesse. Allen, die in den letzten 5 Vorträgen schon hier waren, für das gesammelte Interesse. Jetzt eben kurz vor Weihnachten wünsche ich Ihnen natürlich schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bleiben Sie auch gesund. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bei anderer Gelegenheit wieder. Einen schönen Abend miteinander und auf Wiedersehen. Gleichfalls, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, ja, vielen Dank. Schönen Abend.